Kommt zurück zu einer weiteren Runde League. Heute zweites Game, A-Carry. Heute Corki. Und mit dabei sind Hisoff, Shizolo, Matze und Silas. Der Matze. Ich habe jetzt mal ein bisschen was anderes geskillt. Ein bisschen AP pro Level und Attack Damage pro Level. Da gibt es so ein Doppeltalent und ich habe Magic Pen mitgenommen. Denn Corki, seine Fähigkeiten machen ja ausschließlich magischen Schaden oder viele zumindest. Der Q macht magischen Schaden, die Ulti macht magischen Schaden. Der W und der E ist ein bisschen gesplittet und die Autotext sind auch gesplittet. Das heißt, wir werden auf jeden Fall mit Magic Pen da gut was reißen können. Wir haben 7%. Ich habe keine Runen geändert. Das heißt, ich habe ganz normal die AD-Runen, also Attack Speed, Attack Damage, Magic Resist und Armor. Und ja, mal gucken, wie das wird. Botlane, ich glaube, das ist ganz cool. Mit Jonna sollte das eigentlich gehen. Lass uns aber bitte nicht den Grump machen, hör auf. Warum spielt eigentlich niemand mit anderen Masteries außer dem Offensive Tree eigentlich, außer ein Support? Ich glaube, mit manchen Assassins ist auch der zweite Tree ganz cool. Immer nur diese drei. Gibt da ein paar coole Dinger. Ich finde zum Beispiel bei Twitch würde ich zum Beispiel dieses, was du hattest, nehmen, weißt du, Matze? Dieses, wo du mit jedem Angriff hier Fervor of Battle. Ja, das würde ich zum Beispiel mit Twitch nehmen. Naja, weil der ziemlich viel angreift. Das macht halt viel, viel mehr Sinn. Ah, der Fire Touch ist halt übel. Ah, stack dann auch unter. Hallo? Hallo. Hi. Welches Spiel sind wir hier gerade? Hide and Seek, oder nicht? Ich glaube auch. Hier, den können wir killen, den Lauch. Gib dem Exhaust, dem Ficker. Keiner lacht da. Boah, das war natürlich, Perik. Ah, überlebt. Der hat einfach Gift auf dich gemacht, der Twitch, und die hat die ganze Zeit eh gespammt, Alter. Ja, das war der übelste Scheiß, Alter. Da hab ich gar nicht drauf geachtet, dass die eine Cassio haben. Also, ich dachte, die wäre halt Mitte. Aber es ist halt Corki Mitte. Oh, nee. Ja, gut! Das nenne ich mal, Nee, du solltest weggehen. Hast du noch Schild? Jetzt kannst du die killen. Oh, die ist tot. LOL! Oh, ganz dumm. Ja, warte, ich komme von Lane. Du kannst sie jetzt sehen. Ich dachte, die kann man nicht mehr sehen, wenn die angreift. Ja, der Tower war ja in der Nähe. Oh Gott, ey. Matze, bitte. Der Tower fall doch nicht auf den Troll. Fall doch nicht auf den Troll rein. Welchen Troll? Verstehe ich jetzt auch nicht. Der Tower war doch da, deswegen habe ich die gesehen. Ja. Bei mir? Wie war das bei mir? Also überleg mal, der Tower, nicht da. Der Tower hat erhöhte Range mittlerweile. War da eigentlich der Tower? War da der Tower oder war da der Innen? Aber die haben, ey, der Twitch hat ganz schön Damage gefressen, ne, vorhin. Der ist ja geplatzt, Alter, der war ja instant weg. Boah, hier ist schon echt lustig hier die ganze Zeit mit Magic und... Ja, ja gut, ich weiß nicht, ob das so worth war für die, ich glaube eher nicht. Da war halt das geklappt mit Level 1, wäre cool gewesen für die, aber... Die hätten, glaube ich, eher auf dich gehen sollen. Ein Komplexer. Halt den Schaden. Corki. Das Problem ist halt, mit Corki macht halt auf AP irgendwie wenig Sinn, weil du halt... Du machst halt zwar magischen Schaden, aber dafür brauchst du ja auch ein bisschen AD. Wie die gerippt werden. Du brauchst ja AD, um magischen Schaden zu verursachen irgendwie. Das ist halt irgendwie keine Ahnung, komplett... Ja, mach das. Ich kann halt voll Ham reingehen, weil ich tschüss rüberfahre. Oh, was? Ah, oh, ja. Das war mega. Was war das? Weißt du, woran der gestorben ist, Hisoff? An meinem komischen Keystone. Bleed. An dem Deathfire Touch, ja, daran ist der verreckt gerade. Das ist halt nicht gut. Das macht nur 20 Damage und daran ist er halt gestorben. Ja, aber sowas braucht das Game auch, weil das riecht auf, wenn die mit 3 HP überleben. Ja. Das riecht auf, ey, wie sich das anhört, ey. Oh Gott. Du hast einen Blue-Buff gehabt. Ja. Deswegen bin ich ja so ham rein. Ich glaube, für Twitch gibt es jetzt auch echt coole Items. Und coole Masteries vor allen Dingen. Wie gesagt, dieses Fervor of Battle finde ich für Champions, die ein hohes Attack-Speed haben, halt ultra sick. Und da gehört auf jeden Fall Twitch zu, da gehört Jinx zu, da gehören, keine Ahnung, super viele Champions, die darauf super harmonieren. Und ich meine, guck mal bei Shizulu alleine, ne? 2,58 Bonus Physical Damage to your Basic Attack, each Stack. Überleg mal, each Stack. Das heißt, wenn du 10 Stück hast, machst du mit jedem Auto-Attack 25 Damage mehr. Das ist halt übel sick.
Keine Ahnung, da würde ich immer mitnehmen mit solchen Attack-Speed Champions wie Kalista oder so. Ja, ist halt wie so ein extra On-Hit-Effekt. Auch mit Master Yi oder so, ne? Das ist halt quasi wie ein On-Hit-Effekt. Ich hab leider kein TP oder so. Naja. Oh Gott, bin ich schlecht. Müssen ein bisschen aufpassen, ne? Die Eve ist hier irgendwo. Was ich auch geil finde, ist, dass Pink Wards nur noch 75 Gold kosten. Das ist halt richtig gut. Kannst halt jetzt immer easy Pink Wards kaufen. Ja, im Solo-Queue kauft es trotzdem keiner. Ziemlich ich kaufe trotzdem Pink Wards immer. Also ich habe auch vorher schon Pink Wards gekauft, aber jetzt kann man halt auch als AD Carry vielleicht mal Pink kaufen. Ich meine, 25 Gold hört sich jetzt nicht so viel an, aber. Bisschen Lasted mehr, den du machen musst, das ist schon. Fuck. Du kriegst jetzt auch mehr Gold für Lasted, ne? Das haben die geändert. Wann denn nicht? Du kriegst teilweise mehr. Damit sich das Lasted auch lohnt, oder? Ja, deswegen sind auch viele Items teurer geworden. Weil du auch mehr Gold bekommst. Und dann dieses Gold aufteilen ist auch nochmal wichtig. Dass sich halt das Gold nochmal aufteilt, wenn du einen Champion, der einen Killing Spree hat, tötest. Aber jetzt habe ich zum Beispiel keinen dieser Reiter, ne, an mir, obwohl ich 3 alles stehe. Das ist echt cool, ne? Wenn der gekillt wird und du hast nicht mal einen Assist, kriegst du Geld. Ja, aber du bist doch einmal gestorben, oder nicht? Ja gut, aber bin ich gestorben nach den 3 Kills? Ja, ne? Ich glaube, nach dem zweiten also, oder am ersten. Naja gut, das kann sein, ja. Das ist halt echt gut, ne? So erhöhst du halt den Druck auf deine Teammates auch und die werden dann häufiger ganken. Pass auf, ist auf, ne? Der kann sein, dass der kommt. Sag mal, ist das ja eigentlich Deutsche gegen Brasilien? Ja. Das gesehen, easy. Der Damage, Alter, den ich mache, ist holy shit. Also die Phosphornate da, die haut rein, holy moly. Ah, die werden nicht nochmal kommen. Ich hab noch Heal, hier ist auf. Ja, doch, der ist unsichtbar gegangen. Ja, aber der wird nicht kommen. Doch, da ist er. Easy Kill. Oder auch nicht. Oder? Das ist halt geil, ne? Du kannst mir ein Schild geben und buffst damit erstmal all meine Fähigkeiten und gleichzeitig halt mache ich mehr magischen Schaden mit jedem Auto-Tech. Also gegen Corki wirst du dir halt niemals nur Armor bauen können. Das ist halt übel sick. Also ist halt Corki gegen so einen Champion wie Malphite oder wenn du ein Full-AD-Kombo hast, ist halt ein Corki echt cool. Ach so, hast du gesehen, was mit Magi passiert ist? Ja, du hast jetzt ein Start-Item. Du hast jetzt ein Start-Item, daraus baust du Majors. Ja, vor allen Dingen kannst du viel mehr Stacks sammeln, ne? Ja, aber du verlierst auch 10, ne? Wenn du einmal Lauftempo mal oder nicht. Alter, diese Sounds. Übelste Armee-Sound hier, Alter. Ich geh mal back. Ich hab Phage und Sheen. Und Boots. Und ich hab meine erste Special Delivery. Jetzt können wir mal ordentlich was abdelivern. Oh, aus Japan eingeflogen. Ja. Weißt du, für wen das auch cool wäre? Für Tristana sowas. Bringst übel weit und schießt dann mit der Ulti einen ins Team. So, wie wär's mal, wenn wir mal Mitte killen? Was haltet ihr davon? Er hat auch, es hat eine Special Delivery dabei. Dann würde ich sagen, ohne wir den nochmal jetzt. Oder ich geh mal Botlane. Wollen wir den Dive? What? Komm hier durch! Guck mal, da ist ein Dings angeflogen gekommen. Ja, mein. Alter, die Rumble Ulti. Die Rumble Ulti! Des Todes! Alter, hast du gesehen, wie stark die verlangsamt war, die Cassiopeia? Alter Schwede, das ist übel sick. Damit kannst du so krass das Terrain verändern mit der Corki W. Heilige Scheiße. Vor Isof steht einfach nur hinten und lacht, Alter. Dieses Scumbag. Das ist echt krass. Wie lange hält das? 5 Sekunden, Alter. Ach du großer Gott. Und die macht halt auch noch super viel Damage. 5 Sekunden. 5. Macht 80 Damage die Sekunde, Mann. Und 90% Slow. Das ist halt, da kommt dir halt niemand hinterher. Wenn du dich da drin aufhältst, Mann, da kannst du jeden kiten. Das ist halt übel sick. Warum ist das Game eigentlich schon wieder so? What the fuck, Alter? Die werden ja schon wieder hart vernichtet, ey. Wollt ich dir mal zeigen? Willst du mich hier? Nein.
Tschüss. Warum? Warum machen die das? LOL. Warum? Der, auf, kränken, ne? Der alte Feeder wieder. Ja, ja, der Klassiker. Klassische Feed. La Familie, das Feed. Ich geh mal weg. Ja, ich will nur nicht, dass die bei 20 sofort zu ändern. Ich treff das dann irgendwie nicht. Gebe ich ein paar Kills ab. Ja, jetzt müsste ich doch schon Global Gold wert sein, ne? Wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich. Werde ich an alle Gold geben. Das close immer. Von der Kasse ist ja auch mit dem komischen Ding da, mit diesem komischen Package, was du da hast. Du kriegst halt auch noch 40% Out of Combat Speed. Das ist halt übel krank. Das ist echt sick. Keine Ahnung. Mal gucken, ob das so alles, wie sich das alles so nachher in Ranks anfühlt. Normal Games sind ja immer so sehr. Hier, der. Karpreis noch, ne? Keine Ahnung. Wir machen das noch nicht mal richtig gut, wir sollen nicht. Ich glaube, Shizuno hat seine Lieblingslane gefunden. Naja. Grace muss leiden. Also, die Glory-Dinger sind. Die funktionieren, aber das Item backt trotzdem. Ja, da steht trotzdem noch 15 plus 0. Aber ich habe halt trotzdem 21 AP. Mich wundert wirklich, dass da noch nicht irgendwie. Ich habe noch nicht so einen richtigen riesen Thread gesehen von wegen 12 Millionen Bucks oder sowas. Also bis jetzt hält sich das alles noch im Rahmen, finde ich. Wollen wir Drake machen? Können wir machen, ja. Ey, lass doch das Ding machen. Mal, Corky. Ich komm gleich. Boah! Oh, guck mal. Drive-by-Kill. Alter, wie das aussah, der Shizuno ist halt komplett durchgeflogen, ey. Mal oh mein Gott. Eine Q gefeuert, wenn du drüber geflogen bist. Habt ihr gesehen, dass die Rockets von Corki später einen geringeren Cooldown haben? Oder irgendwie sowas, nee, mehr, oder mehr Damage machen? Irgendwas war da, irgendwas hatte ich da gelesen. Ich glaub, die machen generell mehr Schaden, ja. Ja, das ist halt echt krass. Vor allem, weil sie halt mit AD gut skalieren. Generell alle Fähigkeiten skalieren. Selbst der W-Spell skaliert halt mit der Special Delivery mit AD, ne? Vor allem, weißt du, wie viel Damage der macht bei mir, Silas? 180 die Sekunde. Ah, 5 Sekunden? Halt, nice. Das ist halt wie Rumble-Ult, Alter, ohne Witz. Oh Gott, ey, und dann auch auf die Range, ne? Das ist halt. Stell dir mal vor, du fightest hier irgendwo, Silas. Oder im River, beim Baron oder so. Dann fliegt da so ein Corki durch mit so einem Ding. Das ist halt, keine Ahnung, übel sick. Witch. Weil halt auch nur alle 5 Minuten, ne? Ist quasi wie so eine Super-Ult. Oh, hat der wegteleportiert? Ne, der wird zurückgestoßen. Weil wenn der Ulti macht, kriegt er so einen Rückstoß. Genau. Der Graves. Aber die neue Champion Select und so ist noch nicht drin, ne? Das wurde dann noch nicht gepatcht. Aber das wird ja auch nach und nach alles geändert, haben sie ja schon gesagt. Die kommen hier hin, ist auf. Hier war übrigens eine Ward, ne? Nein. Ja, aber von uns. Oder nicht? Nee, Gegner. Warum machst du auf einmal so viele Schaden da? Wie hab ich gerade 1200 dran gemacht? Aber die sind doch blau, die. Ja, das kann ganz sein. Das ist ganz komisch buggy. Das war auch wenn das 2 Karten, das fast gekillt, das Monster. Oder muss man den irgendwie von der Seite glaub, oder so angreifen? Ich glaube, der hat nämlich so offene Stellen oder ne, du hast, hier von hinten machst du mehr Damage. Echt? Ja, von hinten machst du mehr Damage, immer. Ja, aber du machst ja nicht auf einmal doppelten Damage oder so, oder was? Das war 200 von ihm. Ich hab grad 1300 jeweils gemacht mit Hits. Ja, das hat nämlich auch schon heute im Rank gemacht. Ja, aber das kann schon, ich meine auch, du wärst gerade hinter den Kampf. Ja, du machst von hinten mehr Damage an dem Chef. Aber wie viel? Viel mehr. Das du machst, glaube ich, 200% oder so. Nee, das waren keine 200%, das waren 500, mehr als 500. Ja, du machst auf jeden Fall. Das Problem ist, du kannst halt nur von hinten draufhauen, wenn du ins zweite gehst. Ja, deswegen machst du halt mehr Damage. Die Leute, die Daumen bekommen haben. Und das haben die, ja, das haben die auch. Deswegen haben die das gemacht, weil du dann quasi den Top-Laner zwingen sollst, dahin zu gehen. Damit der nicht mehr so oft teleporten kann. Weißt du, damit der halt die Lane eher für das Ding aufhebt. Den Teleport für das Ding. Als für eine andere Lane. Und das ist auch nicht unbedingt Spielen, denke ich. Ab geht's jetzt. Oh, jetzt kommt die Rumble-Ult, ja. Alter.
Was für Grace? Es crittet übrigens nur, doch nur der physische Damage, ne? Das heißt, Crit lohnt sich auch nur zum Teil irgendwie. Got a what? LOL. Alle drin sind, ey. Rumble Ult! Und er stirbt halt an der Rumble Ult, Alter. Oh Gott, ist das gut, ey. Gut. Fuck you. Oh no! Das ist halt der richtige Entenzwerg-Move, Alter. Springst halt einfach mit so. Wie so, vor allen Dingen, ich kann halt, wenn ich hier durchfliege, ne? Die müssen ja da durchlaufen. Was ist das eigentlich für ein Teammate hier? Den hab ich noch nie gesehen. Stark auf jeden Fall. Oh, geiler Play. Oh ja, Matze. Oh, geiler Play, Alter. Holy shit. Und dafür hast du mir jetzt gerade eben nicht geholfen, ey. Das war schon sick, Matze, musst du zugeben. Hab ich mir ausgetüftelt währenddessen. Mhm. Sieht schon aus wie so ein Tüftler. Items jetzt einfach auf einer Pickaxe sich bauen, ey. Was ist das denn? Was kann man bauen? Was ist das denn? Lol, Dings hat jetzt hier QSS ausgebaut, das hat jetzt Lifesteal. Ja, ja, das ist halt richtig geil, richtig geiles Item. Vor allen Dingen QSS ist richtig geil für Thornmail, ne? Alter, QSS gibt's halt auch noch. Perfekter Item, ohne Scheiß, perfekter Item für Thornmail-User. Weil du halt Magic Resist und gleichzeitig auch noch Sustain bekommst. Das ist halt richtig, richtig gut. Da ich euch der erste Patch in den neuen Stil erstmal sein, dass irgendwie alle Magier nochmal gebufft werden. Warum? Magier sind okay. Ja, keine Ahnung, wie es wieder ausgeglichen ist. Und halt Magier. Ja, ja, das ist eine AD-Kill, die auf einmal scheiße, oder was? Ja. Direkt. Aber ich muss sagen, der Patch macht jetzt schon 100 mal mehr Spaß als der letztes Jahr, wo die ganzen Tanks so total ausgehen. Ja, das ist echt viel lustiger mit den Tanks. Nee, Alter, nee, Alter, Tanks sind so dumm. Oder davor, dass die mit dem Bruiser mit Black Cleaver, das war alles viel lustiger als der Scheiß hier. Ja. Mhm. Habt ihr mitbekommen, auf dem PBE ist das ja aktuell so, dass du die entfernen ja bald Homeguard, ne? Echt, ja, können sie machen. Ja, bald gibt's nur noch, bald kriegt jeder ab Minute 20 automatisch Homeguards. Was? In der Base. Ja, ja. Ab Minute 20 hat jeder Homeguards in der Base. Dann läuft das Spiel einfach noch schneller. Ja, das ist jetzt krass. Hier schon durch den Patch irgendwie läuft. Ja, aber ich hab das Gefühl, schneller. Dass simple Dinge aus Dota hier implementiert werden. Diese komischen Buffs nicht jetzt nachfüllen können und ja. So. Ja, aber da ja, das ist so echt Dota Style. Wow. Ja, hier so durch den Wald. Ja. Schöne Iron Branches, Alter. Das ist echt gut, ja. Das waren noch Zeiten, Alter. Wo du dich schön in den Bäumen versteckt hast. Oh Mann. Oh Mann, ey. Hier ist er. Komm mal. Ich würde die so gerne töten, aber irgendwie finde ich das squishy. Oh, da kommt ein wilder Jordel. Oh lol, der ist an der Hand. Aua. Alter, der Damage. Ja, das ist krass, ne? Vor allem mit dem. Oh, mit dem. Geheatet. Kann man tatsächlich für Lifestyle-Items bauen, theoretisch, oder? Alter, lol, was hier erst angeflogen kommt. Kann ich eigentlich? Lol, ich kann auf die Teile springen. Echt? Ja. Wieder was gelernt. Kannst auch hintippen auf die Dinger. Ja, das weiß ich. Aber ich kann hier drauf springen mit Jax. Hier sind ein paar Gegner. Kannst auch mit Lee das Ding schilden. Hä, hey, was ist denn das hier? Das war Twitch. Schon gewundert, Alter. Ich denkst du, was? Warte, ich dachte gerade, das war schon so der übelste Evelyn-Troll. So wie der Hinsoff gesagt hat, ja, du kannst sie nur sehen, wenn die angreift. Ich sehe da so einen Punkt, ich denke so, was? Was ist denn das? Oh, guck mal, der gegnerische Corki hat jetzt seinen Arm. Also, was auf jeden Fall immer noch so ist, was auf jeden Fall immer noch so ist mit Corki, ist, dass du immer noch übelst krass den Early Game kaputt machst. Ja, ist halt echt lustig. Wer hätte ich bestimmt geschafft, oder? Leute, Rageblade's back. Was ist los?
Gehört auf Jax, ist aber Red Buff besser aufgehoben. Das ist echt so. Also, das mit dem Passive da, mit dem Hälfte magischen, Hälfte physischen Damage, ist übel krank. Oh, der ist unsichtbar. Pass auf! Habt ihr gesehen, wenn Ash. Der ewige Stun von der. Ash hat jetzt wieder Crit, ne? Die ja, haben Crit wieder reverted. Boah, boah, boah. Alter, die machen so einen Schaden, diese AD Carry. So ungewohnt. Direkt erstmal echt den Patch rausmachen und irgendeinen alten. Ja, gut, ich bin tot. Was mach ich jetzt? Jetzt kaufe ich mir Lifesteal. Bitte wieder so einen King-Patch oder sowas haben. Das ist halt ja, echt so ungewohnt, man greift das AD Carries an, die töten dich einfach. Ja. Das hab ich schon, ohne Witz, ne, das hab ich schon im ersten Game, als ich Grace gespielt hab, gemerkt, ne. Die greifen dich halt an, mit irgendeinem gammeligen Tank und du haust den einfach weg. Das ist der Sinn dieses Spiels zu verfehlen. Nee, es ist nicht, Alter. Die ADC sollte ja nicht alleine jemand mitmachen können. Ja, aber ein Tank, ja sicher. Nee, warte mal, ein Tank sollte niemals genug Damage haben, um den AD Carry zu outdamagen. No fucking way. Nee, niemals. Nee, das ist übel dumm. Auch, wenn du nein. Du vielleicht von ihm so einer dicken Achse drauf und ein bisschen mit dem Bogen, dann bist du auch kaputt. Ja, aber das sollte nicht so sein, Mann. Es sollte niemals ein Support Tahm Kane mich töten können als AD Carry. Ja, Support Tahm Kane ist auch nochmal eine Ausnahme, der kann alles von One. Oh, der Flank. Alter, du stirbst. Oh, komm schon! Aha. Shit, Zulu, ey! Ja, ich, Mann, ey, bevor der Wichser in der Base, Mann. Ey. Nee, ja, was soll das? Sorry. So, den hol ich mir auch. Mann, nee, oh, hier war jemand. So, wer hol dich? Glaube nicht! Echo. Fucking Rageblade. Lol. Und schon Tau wird jetzt auch wieder richtig Spaß haben an dem Spiel, glaube ich. Ey, die Carries sind ja auch wieder richtig gut. Ich meine, man darf nicht vergessen, ich bin zum Beispiel jetzt hier in dem Game auch gefeedet wie sonst was. Ja, aber ich glaube, als AD Carry machst du wieder richtig gut. Das ist halt das Geile, ne? Wenn du jetzt gefeedet bist als AD Carry, dann machst du halt auch übelsten Damage. Vorher war es ja so, du hattest 5-0 und dann kommt so ein Top-Laner mit fucking fucking Warden's Mail oder so runter und kloppt dich einfach zu Brei. Kommt eine Irelia? War schön, das war richtig. Ja, war richtig, genau. Kommt eine Irelia mit einem Fage und tötet dich. Warum hat der verkackte ADC noch einen Support auf seiner Lane, damit der nicht one-on-one werden kann? Ja, Matze, du bist echt... Bei dir merkt man wirklich, dass du rote Haare hast, Alter. Du kommst direkt aus der Hölle. Nee, weil einen verkackten ADC ist ja nicht jeden one-on-one sollen. Naja, Matze, schon klar. Ja, wir warten mal auf. Dann kannst du besser dem Support irgendeiner nutzlosen Rolle, sowas wie ein Pick drauf drücken, weil das TK dann noch nutzlos ist. Dafür spielen jetzt auch bald wieder alle Assassins, damit man die genau, ausschalten kann. Das ist ja auch gut so. Ja, das wird der übelste X-Kreislauf werden. Aber in der Assassin-Meta wird auch. In der Assassin-Meta wird auch Dings wieder übel gut sein, ne? Kindred. Weil die ist halt komplett Anti-Assassin. Das oder ist halt richtig oder geil. Tahm Kench, aber Tahm Kench auch, ne? Ja, Tahm Kench wird ja auch genervt, 100%. Aber Tahm Kench auch einfach immer gut. Ja, ich glaube, den kannst du viel nerven, wie der willst. 1000 Movement Speed hatte ich gerade. Holy shit. Ich bin drin. Ein bisschen wie so ein Kassadin, ne? Alter, Alter, der Whisper von mir, ne? Der macht 350 Damage die Sekunde. Was? Galiert, das ist ja komplett broken, was? Alter. Ja, das geht mit AD. Das ist ja komplett Rumble, Alter. Ich hab mir vor, du hast Rumble auch noch im Team. Das ist ja komplett broken, Alter. Ja, vor allem war das auch noch 90% Slowed. Das ist ja übel OP. 350 Damage die Sekunde, Alter, das ist... Nein! Guck mal, wie die Evelyn da wegbrennt! Guck mal! Alter, das war nur meine Ult... mein W! 60% Leben weggezogen, Alter! Oh. Puh, Perik! Aber warum hat denn die Eve überlappiert, das Schiff? Das ist halt echt krass, das ist halt echt wie eine Rumble-Ult, Mann. Das ist übelst übertrieben. Ja, hier ist ja gar kein Turm mehr. Niemand. Wie viel Lifesteal habe ich? 14. Warum habe ich denn 14 Lifesteal? Putz. Oh. Ah, okay. Weil du 10 und 3% hast. Ja, und dann nochmal der Talent, nochmal 8% mehr Lifesteal bringt. Also von allen Sourcen.
Oh, schlag doch zu, Jax. Ah, guck mal, jetzt ist das Fairbow of Battle schon zum Beispiel bei dir ziemlich geil, ne? Guck mal, das gibt bei Jax jetzt 7,2 Bonus-Damage. Das heißt, wenn du 10 Stacks hast, machst du 70 extra Damage mit jedem Attack. Das ist ja übel broken, Alter. Machst du auch noch nicht genug Damage. Alter, mit Kog'Maw. Mit der neuen Kog'Maw. Kog'Maw habe ich auch noch nicht gespielt, das muss ich auch noch machen. Also, aber ich glaube, der ist übel Trash, der Kog'Maw. Das Einzige, was wirklich geil ist, die neue Ulti, dass die critten kann jetzt, je mehr Damage, also je lower Leben der Typ hat. Weil Plate machst du, Kappa. Warte, ich hol mir den noch. Alter, lol. Der war tot, hat seine Bombe noch rausgehauen. Oh. Oh, lol! Ich hab die mal eben halbiert. Hast du das gesehen, Isaf? Die stehen da in meiner Rocket plus Q und die werden einfach beide halbiert. Oh. Heilige Scheiße, Alter. Kann doch nicht wahr sein hier. Alter, dieser Damage, ey, ist so dumm. Ey, Shizulu. Halt's Maul! Alter, was ist mit dem? Alter, meine Ultim, meine W-Spell macht jetzt 420 Damage pro Sekunde. Das ist echt, oh mein Gott, das ist echt Rumble-Ult. Wie viel macht die Rumble-Ult auf Level 3? Keine Ahnung. Weniger. Ich stell mir das halt krass vor, wenn du hier so lang fliegst, ne, so einmal in der Waagerechten, die können halt niemals in die Base reinlaufen. In der Waagerechten? Kannst du nicht auch im Kreis liegen? Alter. Shizulu, du willst doch echt, dass man dich hasst, oder? Du stehst nicht so auf Sympathien, oder? Nö. Ja, merkt das schon. Bist halt ein echtes Arschloch. Rein, was ist denn los mit den Boys? Oh, der Zed. Der braucht. Oh, too late. Nein, bleib hier, stopp. Oder mach einen Tunnel rüber. Warte, warte. Drei. Oh, hier. Oh, ich bin Assist. Es geht nicht mehr ein. Eine Gingmick-Party, die ihre veranstaltet. Hier ist noch einer. Hallo. Hallo. Nice, pass auf. Die Janna plays. Janna Blay. Blay, Blay. Beyblade. Beyblade. Beto. Bebo. Ach, die haben irgendwie bei allem so, das sind noch 50 Gold oder 100 oder 50, also keine krumme Zahlen. Ja, so mehr. Runde Zahlen. Die haben nur noch außer natürlich bei dem Codex, der kostet 135 Mark. Also ich hab schon 22 Stacks auf meinem Midgeist. Wow. Aua. Weil der baut Ludens, der Corki. Okay. Könnte auch echt gut sein. Der geht halt auf AP, ne? Triforce und AP. Wenn man bedenkt, man kriegt halt 4 Stacks für einen Kill, ne? 4 Stacks kriegt man für einen Kill? Fuck, ich hätte den Tower nicht schenken können. 4. 30. Nice. Nice, das ist aber mehr als das Item überhaupt hat. Boah, der Damage 100... ist so krank, Alter. Holy shit, ey. Also die Raketen von Corki machen standardmäßig, ne, ohne die große zu haben, über 400 Damage. Matze, willst du ihn töten? Fuck, man. Go. Ja, mach rein da. Go. War noch nicht. Okay. Das hört sich halt irgendwie echt wieder Worth an, wenn du AD Carry spielst. Mach sie mal töten. Warte mal, ich will noch eine Rumble Ult machen. Lass mich kurz back. Back in die Base! Dann kommt wieder die Rumble Ult. Die Deluxe Rumble Ult. Meint den ich renne in den Tod oder fliege in den Kerb einfach? Hey, chill mal, ja. Was hat jetzt abgeht? Guck dir das an! Oh, Alarm! Oh, Alarm. Was war das denn, Alter? Oh Gott, ey, vor allem dieses Geräusch, ey. Leute, Shizuno, warte, ich bin da! Shizuno, ich komme! Achtung! Ja, lass mal Shizuno sterben.
Seid ihr bereit? Der Rumble Ult wird dich verbrennen. Alter, die macht über 500 Damage. 600 knapp die Sekunde. Alter, Rumble Ult! Alter, auf! Oh, die Rage einfach. Hashtag Grave. LOL, Alter, die Rumble Ult, ey. Oh Gott, ist das geil. Ich hab Licht ab, warte mal. Kick mal gleich irgendwer. Oh Gott! Ah! Bin gelasert! LOL! Alter, die Rumble Ult des Todes, Mann, die hat die so verbrannt, ey. Vor allen Dingen gegen die Rumble Ult von hier bis da ungefähr. Ja, die war halt übel krass. Good game. Das war echt sick, ey. Vor allen Dingen hat die echt über 500 Damage die Sekunde gemacht, ne? Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in die Statistik, denn mich würde mal interessieren, wie viel Schaden hat denn Corki jetzt. Hat der Corki wirklich mehr magischen Schaden als physischen gemacht? Oder. Ich denke mal das schon, weil alle Fähigkeiten. Weil alle Fähigkeiten halt magischen Schaden machen. Auch die Autotext jetzt. Oho! Der Damage, Alter! Das ist ja komplett broken. Holy shit. Ja, du kannst auch noch mehr Damage. 47.000 Damage habe ich gemacht. Alter. Aber in was für einer Relation das auch steht, ne? Ich habe 11.000 physischen Schaden gemacht und 35.000 magisch. Du kannst ja noch mehr Alter. Magic Damage machen, weil deine Autotext sind immer Hälfte, ja. Hälfte. Die können ja nicht mehr. Das ist halt echt werden. Krass. Ja, gut, dann würde ich sagen, was ist für heute? Schreibt mir eure Meinung zu Corki rein. Schreibt mir mal rein, wie ihr den baut. Ich glaube, Full AD macht am meisten Sinn, ohne irgendwie großartige Tech Speed, ohne großartig Cooler Reduction. Kriegst du ja durch den Essence Reaver, ist echt sick. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein.